Herzlich willkommen. Heute am 8. Mai bin ich hier im Zuchtschlag und dann möchte ich Ihnen mal die Jungtiere näher zeigen, wie sie wachsen und sich entwickeln. Und im Übrigen habe ich unlängst bei dem Wettbewerb oder dem Rätsel in der Zeitschrift von Herrn Pittmann haben wir sogar ein Jungtier gewonnen. Und wie gesagt, das ist jetzt schon das zweite Mal. Bin gespannt, was da kommt. Ja, dann zeig mal die erste Taube, die wir gewonnen haben. Ah, die habe ich auch hier. Also die kam Anfang des Jahres, ne? Haben wir die beim Gewinnspiel gewonnen. Schönes Weibchen. Machen wir jetzt. Machen wir den Flügel auf. So. Fällt mir ganz gut. Bin gespannt, wie die Jungen sich entwickeln. Gut. So. Dann zeigen wir ein paar Junge. Die muss ich beringen. Ne? Ja. Die werden heute beringt. Ne? Ja. Und hier. Aber auch. Au, schön. Ich glaube, das ist immer rot. Das wären dann zwei Vögel. Also, du meinst, das sind zwei rote? Ja, sieht so aus. Rot oder rotgehämmert oder fahl. Es wären dann zwei Vögel, ne? Weil Weibsmutter ist rot, Vater gehämmert, dürften dann zwei Vögel werden. So, dann gehen wir mal noch rüber bei der Superboy. Da haben wir ja zwei Weißbiss und auch hier wunderbar. Da bin ich mal gespannt. Wenn sie uns Rückschläge immer so Weißbiss, haben wir immer bisher sehr erfolgreiche. Also das sind jetzt zwei Junge von deinem Freund Superboy, ne? Ja. Hier zwei gehämmerte von dem Vogel von Lauer und dem Weibchen vom Koch, ja. Dem Weibchen vom Karl-Heinz Koch, ja. So. Gut, jetzt vielleicht noch was. Man sieht hier, die Tauben sind noch eingesperrt hier in der Foliere. Opa, ne? Ja. Warum müssen wir die immer zumachen da nachts? Ja, weil wir hatten ja vor einem halben Jahr. Nee, ist schon länger her. Oder, ja, da musste ich irgendwie in der Foliere ein Marder, Iltis oder Wesen, irgendein jedenfalls, war morgens in der Zelle drei Weibchen mit kleinen Jungen. Die Mutter war, lag tot in der Wiese vor der Foliere, Kopf abgebissen. Und da muss ich also irgendwie, hat er sich reingeschafft und ist mir heute noch verrätselt, wie der irgendwie, sagen wir, der Draht, das war eine kleine Lücke, vielleicht von 2-3 cm, aber es ist möglich, dass durch Druck, Gewicht von dem Marder oder irgendwas oder Raubtier, was das war, dass sich da die Öffnung etwas erweitert hat und hat er sich durchgeschafft. Und interessant, sagen wir, irgendwie unerklärlich ist mir, die Taube selbst, die er da geköpft hat, hatte kleine Junge liegen von etwa 8-9 Tagen und die waren beide unverletzt. Ja. Jetzt machen wir über Nacht immer zu. Jetzt haben wir hier Sicherheitsvorkehrungen getroffen, ja, dass in den Schlag nichts mehr reinkommen kann. Auch hier mit Draht verstärkt. Ja. Und deswegen ist hier über Nacht immer zu. Ja.
Das können wir jetzt öffnen, ne? Ja, das machen wir. Ja. So. Ganz einfach. Ja, mal tun. So. So, auch von mir herzlich willkommen. Ich erspare euch heute mal meinen Anblick und bleibe hinter der Kamera und zeige euch hier gerade mal den Blick von Opas Balkon. Von hier konnte er früher immer toll die Tauben beobachten. Tolle Sicht, da waren auch immer oft Besucher da und haben mitgeschaut oder auch ein Vereinskollege, der in der Nähe wohnt, war täglich hier, um das Training zu beobachten. Also wie man hier sehen kann, ein toller Blick hier hinten. Die ehemalige Grube Kramphausen. Und heute ist ja auch herrliches Wetter. Also so sieht das hier aus. So, wir sind jetzt hier im Zuchtschlag 2. Ich habe gerade die Tauben gefüttert. Wir können uns ja mal so ein bisschen Stand der Dinge anschauen. Ja. Hier sind wir in der Zelle 10 beim Charles. Junge, die haben schon Ringe an. Man sieht sie jetzt vielleicht hier durchs Gitter. Gehen wir ein bisschen so rüber. Hier oben Märchenprinz, die sind ein bisschen jünger, die haben die Augen noch geschlossen. Hier oben die zwei, die sitzen oben drauf, weil es das mit einem. Ja, das ist das neue Paar. Das hat es nicht geschafft, ihre Zelle zu verteidigen. Hier oben auf der Zelle drauf hat es geklappt. Aber da ist dann heute Nacht eine Junge schon abgestürzt. Und wurde auch ein bisschen verpickt leider. Ne? Also das soll man nicht verschweigen. Also auch sowas kommt dann halt mal vor, aber so hier ein schönes Paar, ne? Wie man sehen kann. Hier ist ein Blick, hier ist der Plauschig. Hier der Fahle, Polish Silver, Weibchen auch paarisch, wie man sehen kann. Da habe ich eben jetzt die Jungen umgelegt, hat nur ein Junges gehabt und drunter das Paar hatte auch nur ein Junges. Die habe ich dann umgelegt und vorher gekennzeichnet, dass da nichts passieren kann. Ne? Hier sieht man auch, ne? Hier sind zwei Junge, da sind die umgelegt, also eins von oben und eins von denen selbst, aber beiden, die haben ein Ei zerstört jeweils. Ja. Ja. Mein Freund, der Plauschek, hier auch. Ja, so sieht es hier aktuell im Zuchtschlag 2 aus. So, wir sind jetzt hier wieder im Jungtierschlag. 16 Junge und die Leibwächterin hier links außen, die Rote, sind hier aktuell drin. Die werden in den nächsten Wochen, Tagen, also nächste Woche, in einer Woche gehen schon welche weg. Werden die auch noch auf die Reise gehen nach Kroatien, Ungarn und Tschechien. Das ist so der Plan. Ja, ansonsten die Corona-Situation hat sich ja etwas verbessert. Es gab einige Lockerungen, aber nicht weil Corona nicht so schlimm ist, sondern weil wir in den letzten Wochen so diszipliniert waren. Und deswegen ist so wenig passiert. Man hört jetzt immer öfter, ja, ist alles doch nicht so schlimm, wir haben es übertrieben. Hätten wir das alles nicht getan, würde das wahrscheinlich alles anders aussehen. Ne? Markus Lanz, muss ich da mal zitieren, der hat einen schönen Spruch gesagt in seiner Sendung, wir waren zu gut. Wir haben zu viel verhindert praktisch. Ne? Auf jeden Fall sieht es jetzt so aus, als wenn auch die Flüge wieder stattfinden können. Die RVen haben natürlich hier im Saarland ein paar Schwierigkeiten, die reisen normal nach Frankreich. Die Einreise nach Frankreich wird wahrscheinlich noch länger beschränkt sein. Also sieht es da nicht so einfach aus, bin ich mal gespannt. Richtungswechsel ist halt auch immer so eine Sache. Gibt es auch immer sehr viel Uneinigkeit, aber ich denke, da muss man in diesem Jahr mal ein bisschen flexibel reagieren
Und klar, es werden wahrscheinlich ein paar weniger Flüge stattfinden, aber es gibt sicherlich Schlimmeres. Ne? Ansonsten hatte ich in den letzten Wochen viele sehr interessante Gespräche und E-Mails erhalten, also Gespräche am Telefon geführt von Leuten, die den Kanal verfolgen und früher Brieftauben hatten, jetzt leider keine mehr haben können und aber nach Ideen gesucht haben, wie sie noch ein bisschen am Brieftaubensport teilhaben können, haben wir auch eine schöne Lösung gefunden. Und auch andere Leute, die begeistert zuschauen und haben nach Zeitschriften, alten Zeitschriften, Urkunden und so gefragt. Das finde ich immer schön und freut mich oder meinem Opa auch besonders, wenn es dann noch Leute gibt, die sich für den Sport interessieren und sich dann auch noch melden und schöne Rückmeldungen geben. Wie ihr seht, hier ist wieder auch nicht alles hundertprozentig sauber. Das mache ich aber extra so, damit die Tauben ein bisschen abgehärtet werden. Also ist nicht alles klinisch rein. Ansonsten kamen in den letzten Wochen auch einige Nachfragen, ob Jungtauben zu erwerben sind. Grundsätzlich sind Jungtauben zu erwerben. Ich bin jetzt kein großer Verkäufer. Und bin auch ganz ehrlich, ich möchte nicht wirklich verschenken. Aber wenn jemand ernsthaftes Interesse hat, dann sollte er sich möglichst bald melden. Ich habe natürlich ein paar vorgemerkt, die sich schon gemeldet haben. Das ist auch alles gar kein Problem. Aber ich muss das Ganze ja auch ein bisschen planen, damit genug Jungen zur Verfügung stehen. So, ansonsten war es das wieder für heute. Ich hoffe, dass unter diesen 16 vielleicht ein Star dabei ist. Dann wäre es schon viel. Lassen wir uns überraschen. Ansonsten wünsche ich allen alles Gute, Gesundheit, viel Spaß mit ihren Tauben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, das wäre es dann für heute. Die Corona-Krise scheint sich ja, was so den Höhepunkt betrifft, überschritten zu haben, sodass wir hoffen, dass sich die Zustände bald mehr oder mehr normalisieren und dass wir dann unserem Hobby, sag mal, mehr entgegen, sag mal, Zeit widmen können. Vielleicht, dass die Züchter auch die Gelegenheit haben, wieder Wettfliege auszuführen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen Gesundheit und viel Erfolg.